Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles hier im Knast unter Wasser. Und wir werden jetzt mal zusammen rausfinden, was hier die restlichen Zellen noch so für uns offenbaren. Und mal schauen, können wir da rein? Ja, können wir. Sehr gut. Ich muss halt nur aufpassen, dass wir hier nicht selbst drin gefangen werden am Ende. Das wäre natürlich nicht so geil. So, aber wir können hier schon mal schnell durchgucken, ob da was Interessantes für uns drin ist. So. Oh, shit. Raus hier. Schnell raus. Ich will hier nicht gefangen werden. So, meine NPCs wahrscheinlich auch nicht so gerne. So, und... Oh, shit. Mein Schild, mein Schwert ist fast kaputt. Da müssen wir halt etwas aufpassen. Und wir kriegen hier die ganze Zeit gesagt, dass unsere Rolle hier erfüllt ist, unsere Aufgabe. Aber ich... Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Deswegen würde ich ganz gerne hier nochmal bleiben, anstatt hier direkt verabschiedet zu werden. Und ja, Leute. So, den Dulli macht mein NPC mal. Und ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, habe ich mich ein klein bisschen am Ende aufgeregt. Denn wir tauchen hier die ganze Zeit wie ein Blöder, haben kaum Überlebenschancen. Und ja, jetzt, wo wir es vielleicht gar nicht mehr brauchen, finden wir einfach einen beschissenen Trank zum Atmen unter Wasser. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Beschissenen Trank zum Atmen unter Wasser. So. Hier ist halt kein Hebel mehr. Sonst könnten wir hier die Dinge auch nochmal uns angucken. Aber... Ja gut, ist jetzt egal. Ja, ignorieren wir mal. Wir gehen hier einfach mal im Game weiter. Dass wir hier vorwärts kommen. Denn ich will wissen, was hier noch auf uns wartet. Was auf uns lauert. So, denn wir sind halt auch schon übelst überlastet. Und haben nicht mehr allzu viel Spielraum für irgendwas Tragbares. Aber nicht der Tod vermag ewig zu lügen. Ich sandte meinen Willen durch Raum und Zeit an einen Ort, der gewöhnlichen Sterblichen verwehrt ist. Einem Ort zwischen den Welten. Ein Land von Exilanten. Okay. Vermag nicht ewig zu lügen. Wollte der uns mit der letzten Botschaft jetzt hier anlügen? Oder was? Wie soll ich das jetzt hier verstehen? Ja, wollte er, dass wir nicht weiter vordringen, dass wir nicht weiter reinmarschieren? Wenn ja, wissen wir, was unser Ziel ist. Leute, wir gehen einfach mal rein. So, halt, warte, bevor wir jetzt da reingehen, Leute, ich wechsle mal kurz meine Waffe, denn, ja, das wäre mir zu schade, die Waffe hier kaputt zu machen und die später reparieren zu müssen. Deswegen nehmen wir wieder die Axt, die altbewährte, und let's go. Ich bin gespannt. So, da kommt sie schon. Hier, Schild- und Bogendullis. Das erste Mal, dass wir sie hier sehen. Was liegt da unten? Achso, wieder so ein komischer Ekel-Tentakel-Vieh. Und, jo, hier, NPC, du kannst gerne mitmachen. So, verpiss dich mit deinem komischen Bogen hier. So, was ist mit der Dalincia? Warum hat die keinen Bock zu kämpfen? Ich hatte die doch extra wieder auf aggressiv gestellt. Jetzt kommt die hier nicht mit, oder was? Nee, hängt da hinten fest in der Wand. So, dann folg mir mal bitte unauffällig. Hierhin bitte. So, keine Ahnung, wo sie jetzt ist. So, wir machen mal die Fackel an und schauen, was wir hier so erkunden können oder entdecken. So, jetzt ist sie natürlich da, jetzt wo hier alles vorbei ist. So, was haben wir denn hier? Ein stinkendes, verrottendes Verlies. Irgendwas drin, was wir nicht sehen und riechen wollen. So, Leute, dann geht's weiter. Was ist hier? Da liegt ein Bein. Da wurde wohl jemand ein bisschen eingequetscht. So, was ist das? Können wir die Fackel aufheben? Leider nicht. Aber was ist das hier? Das sieht interessant aus. Heute ist der Tag, an dem die Prophezeiung ihren unvermeidlichen Abschluss findet. Ein Erlöser kommt, um die alternden Relikte eines sterbenden Volkes zu zerstören. Du kommst, um mich zu befreien, Erlöser. Ob wir dich befreien, kann ich dir nicht versprechen, aber... Oh, yo. Leute, wir haben ja schon viel Scheiße hier gebaut, aber ich glaube, in die Scheiße hier müssen wir reinspringen. Oder wir sind danach tot.
Eins von beiden, aber Leute, Augen zu durch. Let's go! Nein! So, shit, wir sterben wirklich. Der obere Wächter hat versagt. Der Hauptmann der Tiefen ist besiegt. Ich werde nicht mehr eingesperrt sein. Du bist... Okay, das konnte ich nicht mehr lesen. Aber wir sind scheinbar auf dem richtigen Weg, aber wir kommen hier durch kein Portal oder sowas. Oh, da hinten, da ist eine wabende Wand. Oh, was ist das da? Leute, seht ihr dieses Riesenvieh? Diesen Riesenfischkopf? Alter, was zum Geier? Vernichte dieses enttartete Pack. Was für ein Ding bist du denn? Muss ich dich jetzt hier bekämpfen, oder was? Oder bist du sowas wie dieser Jebal-Sack-Typ, den wir mal getroffen haben? Befreie mich, Erlöser. Müssen wir den Fisch befreien oder bekämpfen? So, und ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wenn wir hier durchspringen, nicht unbedingt Schaden nehmen, sondern durch eine Art Teleport gelangen. Aber nee. So, dann gucken wir es uns nochmal von genauerem an. So, wir haben hier jede Menge Gegner hier unten. Und... Ja, der Fisch, der sieht irgendwie schon ein bisschen eingesperrt aus. So in einem Portal zwischen zwei Welten. Läutere dieses Königreich. Okay, dann helfen wir den armen Fischmenschen mal. Der tut mir ja schon ein bisschen leid. So, beende es. Ja, ich bin auf dem besten Weg. Ja, und versuche dabei nicht unbedingt zu sterben. So, wir haben... Ja, masochistische... Oh, dieses Wort, ey. Masochistische... Ada hat uns hier gerade das Leben gerettet. So, wo sind die Trinkflasche? Ah, wir hatten noch gar keine benutzt. So, wir trinken nochmal hier ordentlich was. Ist ja nicht so, dass wir schon genug Wasser um die Ohren haben, aber... Jo, Leute. Kämpfe, Erlöser, kämpfe. So, ja, werden wir tun. So, das wird ein harter Kampf, so wie es aussieht. Wir haben mehrere Gegner, wir dürfen halt... Nur nicht alle auf einmal triggern. Scheiße. Okay, Leute. Das wird hier wirklich ein harter Kampf. Jetzt. Aktuell. Diese fetten Dudes, die gehen mir jetzt schon auf den Sack. So, wir machen erstmal hier den Kleinen. Wobei ich glaube, der Kleine ist wahrscheinlich der, der am meisten einsteckt. So, verpiss dich. Shit. Haben wir auf die Fresse gekriegt. Wurden wir genatzt. So, das Pferd könnte sich vielleicht auch mal ein bisschen verziehen. So, okay, das ist halt hier jetzt ein kleiner Nachteil, dass wir von zwei Gegnern hier permanent umgeworfen werden. So, ich hole mir mal ein bisschen Heilung. Und dann machen wir jetzt den einen hier erstmal fertig. So, der ist weg, sehr gut. Dann hier auf den einen, der jetzt hier schon ein bisschen was eingesteckt hat. So, hier, komm. Du stirbst als nächstes. Lass gefälligst mein Fell in Ruhe. So, im Angesicht des Riesenfischkopfs kämpfen wir um Leben und Tod. So, was macht der andere? Der dullit hier einfach blöd rum. Okay, der geht auf mein Pferd. Keiner attackiert mein Pferd ungestraft. Hier, du kriegst aufs Maul. Dein Linzier schafft das schon irgendwie. So, ich will nicht noch ein Pferd hier begraben. Das eine war okay, aber jetzt hier zwei, das wäre zu viel für meine Nerven. Deswegen hier, du bist Fischfutter. Okay, der dürfte jetzt hier getriggert genug auf mich sein. Wir machen den hier mal weiter. Ja, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden, wen bekämpfen wir als erstes. Aber ich glaube, ein bisschen hält unser Pferd auch schon aus. So ist es jetzt nicht, dass es hier komplett... ja, dem Tode geweiht ist, wenn es mal hier attackiert wird. So, aber es ist halt deutlich entspannter, wenn man erstmal den einen etwas aus dem Weg räumt. So, sehr gut, geh doch. Dann hier der letzte Big Dude. Muss aber sagen, es ist schon ein interessanter Kampf, wenn wir hier so mehrere Gegner am Start haben. Gerade wenn sie alle Totenköpfe tragen. So, das macht das Ganze etwas spannender und interessanter. So, jetzt hätte ich halt gerne wieder das Schwert. Jetzt habe ich mich so an das Schwert gewöhnt. Erst habe ich gesagt, ich vermisse den Sprungangriff von der Axt, aber irgendwie, ja. Das Schwert ist schon geil. Und, ja, ich habe, wo wir gerade bei dem Thema sind, ja, ist schon ein bisschen länger her, da ich das Ganze jetzt hier am... Was machst du?
Rotzt Gift oder was? Ist schon ein bisschen länger her. Ich nehme ja jetzt hier die Unterwasserfolgen quasi komplett alle am Stück auf. Wie ihr anhand bei der Klamotten wahrscheinlich auch sehen könnt. Aber mir wurde ein Kommentar geschrieben. Ich glaube in Bezug auf den NPC. Dass der permanent alles angreift und sowas. Und dass ich ihn dann auf neutral gestellt habe. Beziehungsweise mich beschützen. Was? Ihre Stärke schwindet, Erlöser. Die meine wächst. Okay, nice. Läutere dieses Königreich. Habe ich gleich vor. Ja, ich habe den NPC auf mich beschützen gestellt. Und danach war ich ein bisschen unzufrieden, weil er halt so selten von sich aus angegriffen hat. Und dann wurde mir ein anderes Kommentar geschrieben. Ja, dann stell doch wieder auf aggressiv. Und sowas. Das wird von dem Zuschauer als Meckern in alten Folgen wahrgenommen. Also jetzt nicht böse gemeint oder sowas. Aber, ja, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen... Also, Kontext. Der Kontext ist wichtig. Wenn ich mich hier manchmal ein bisschen über gewisse Sachen beschwer oder sowas, ihr dürft euch nicht so ernst nehmen. Ja, ich mecke halt ganz gern mal so in mich rein. Ja, was jetzt hier nix bedeuten soll, dass ich jetzt irgendwas kacke finde oder mich generell über gewisse Mechaniken beschwer oder sowas. Geht mir nur darum, dass ich halt ein bisschen am Labern bin. Dann... Ja, ist schwer zu erklären, Leute. Wollte ich jetzt nur mal ihr so klarstellen, dass ich, auch wenn ich hier leicht am Meckern bin, dass das nicht immer direkt Gemecker ist. So, Leute, und da ist hier der Ritualhüter, Bekenner, plus der riesen Fischkopf, der mir ein bisschen Angst macht. Und Leute, wir gehen rein. Oh, die hält gut was aus. Ich kümmere mich mal hier um die Kultisten. Damit die mir nicht auf den Sack gehen. Wobei die... Ja doch, jetzt hätten sie was gemacht. So. Okay, der Gegner scheint ein bisschen härter zu sein. Nice, freut mich. Ritualhüter. Hat er auch diese miesen Dolche für Blutungsschaden und so Zeug. Aber ich denke mal... Das wird jetzt auch nicht so ein Problem für uns werden. Ritualhüter. So, solange wir so umwerfen. Wir können ja ein bisschen üben für den Arena-Champion. Also. Oh, da ist was zum Interagieren. Bevor wir hier Con beenden, werde ich mich auf jeden Fall nochmal gegen den Ritual-Champion versuchen. Und auch gegen den Steinnasenkönig. Das sind beides Gegner, die ich nicht ignorieren werde, bevor wir das Spiel beenden. Die ich nicht ignoriere. Ja, doch. Ich bin wieder leicht verwirrt, Leute. So, wo bist du da? Oh, Stamina. Jetzt bist du dran, NPC. Hauen kaputt. Oder hau sie kaputt. So, jetzt bin ich dran. Und nochmal ich, weil ich es kann. So, flieg aufs Maul. So, sehr gut. Und weiter Truff. NPC, du darfst. Und ich will den letzten. Ich wollte den letzten. Es ist vollbracht. Die Sternbrut wird ihre Rolle in diesem Spiel zur Rechenschaft gezogen. Jetzt geh, Erlöser. Kehre in dein Exil zurück. Deine Rolle in diesem... Okay. War jetzt schneller weg, als ich gehofft habe. Was sind das hier? Liebesperlen, Auge von Seed. Ein Funkel der Edelscheiben mit hypnotischer Wirkung. Auge von Seed. In der Pyramidengewölben kriecht der mächtige Seed durch die Nacht, während sein finsteres Volk im Schatten der Krüfte erwacht. Ich spreche die alten Worte, die ich in düsteren Tiefen las. O herrlicher, gewaltiger Seed, schick einen Schergen für meinen Hass. Im Zeichen des Phönix. Dieser und ähnliche Edelsteine wurden von Seed-Priestern einst bei ihren heiligsten Ritualen verwendet. Es gilt als äußerst ketzerisch, über besagte Rituale zu sprechen, aber sie umfassten Schlangen, Opfer und Blut. Dieser Edelstein war angeblich das Auge einer echten Schlange, das durch das Ritual zu Stein wurde und nun die Weisheit und Macht von Seed besitzt. Man muss nur tief genug in den Stein blicken, um von Seeds Macht in den Bann gezogen zu werden. Die Benutzung dieses Edelsteins lehrt dich Seeds Religion. Okay, nice. Nehmen wir mit. Ich glaube, Seeds Religion haben wir schon. Oder? War das Seed?
Keine Ahnung, wir haben es aufgebaut, aber danach habe ich mich nie wieder mit der Religion beschäftigt, soweit. So. Und bevor wir jetzt hier irgendeinen Scheiß machen, da ist ein Portal. Da ist auch ein Portal. Sieht es hier irgendwie anders aus? Ne, sieht aus, als ob wir da im Dschungel landen. Dann gucken wir mal hier durch. Das sieht aus, als ob wir in der Wüste landen. Ja, okay, Leute, da ist jetzt die Frage. Wo gehen wir als erstes durch? Oder können wir durch beide durchgehen? So, hier die Riesenwand ist weg. Der Riesenfisch ist weg. Aber können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Nee, klettern nicht möglich. Leider. Ah, das hätte ich fast vergessen. Was Glück leuchtet's? Dolche von Dagon haben wir am Start. Nice. Und sonst ist hier jetzt nichts. Gar nichts. Wirklich nicht. Ich glaube nicht. So Leute, dann gehen wir ab durch das Dschungeltor und mal gucken, wo wir rauskommen. Im besten Fall in der Stadt, wo wir eh eigentlich hin wollten im Dschungel. Bevor wir jetzt hier die Tiefen gemacht haben. Und wir sind, jawohl Leute, wir sind genau da, wo das Ganze begonnen hat. Nämlich hier am Schiff, an der Fähre, an dem kleinen Ding hier. So, und werden natürlich auch direkt angegriffen. So, kriegen wir bei easy hin. Und unsere Waffe hält halt hier auch nicht mehr allzu lange. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich raus aus der versunkenen Stadt. Und ja, jetzt gilt es, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen, wir sind einmal im Prinzip straight geradeaus gelaufen bis zum Meer. Jetzt gilt es halt, die Stadt zu finden, die wir eigentlich haben wollten. Und ich glaube, das ist dann doch eher hier dieses Gebiet. Und das hier könnte die Stadt sein. So, ist halt jetzt schwierig. Ich habe gedacht, hier die Tempelanlage wäre die Stadt. Aber nee, wir müssen noch ein gutes Stück weiter, Freunde. Und ja, ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich muss mich jetzt erstmal hier von dem beschissenen Unterwasserlevel erholen, das mich so hart fertig gemacht hat. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich unter Wasser zu erleben, wo ich das noch so sehr hasse. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zusehen. Danke für den Daumen nach oben. Danke für das Abo, das ihr mir potenziell da lassen werdet. Und danke, dass es euch einfach gibt. Punkt. Yo. Und in dem Sinne, Leute, das war's. Haut rein, euer CrispyDex. Und tschüss.